Ich glaube, dass es schön ist, wenn wir die Möglichkeit haben, zu teilen. Ich arbeite seit 2005 am Gymnasium Sacré-Cœur in Wien. Seit ungefähr dieser Zeit besteht die Partnerschaft unserer Schule mit der St. Bernadette School in Uganda. Und ich wurde damals von Herrn Direktor Halwirth gefragt, ob ich ein Partnerschaftsprojekt aufbauen könnte. Ich habe auch gleich ein tolles Team gekriegt und wir sind eigentlich mit viel Engagement und viel Leidenschaft herangegangen. Also eines unserer fünf Ziele, unserer fünf Bildungsziele, und das betrifft alle Sacré-Cœur-Schulen auf der ganzen Welt, also insofern ist das auch etwas, was uns verbindet miteinander, ist die Verantwortung, die soziale Verantwortung für andere, für diejenigen, die nicht so privilegiert aufwachsen wie viele unserer Schüler und Schülerinnen, für diejenigen, die auch in Ländern aufwachsen, wo die Sacré-Cœur-Schulstandorte mit ganz geringen Mitteln einfach vieles leisten müssen. Und von daher sehen wir als Schule, dass wir da eine Verantwortung haben, auch aus unserer Position heraus zu helfen. Also es geht darum, Spenden zu lukrieren. Das machen wir auf vielfache Art und Weise. Und das andere ist, Beziehungen zu knüpfen. Das beginnt eigentlich damit, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern etwas vom Land Uganda erzählen, etwas von unserer Partnerschule und versuchen, eine Verbindung herzustellen, dass sie ein wenig nachvollziehen können, wie schaut jetzt der Schulalltag von einem Mädchen, von einem Buben in Jinja aus, im Vergleich zu meinem. Wie kann ich einfach als einzelne Schüler und Schülerinnen einen kleinen Beitrag leisten, der aber mit den kleinen Beiträgen von vielen anderen zu etwas Großem wird. Das sieht dann konkret zum Beispiel so aus, dass ich beispielsweise in die neuen ersten Klassen gehe jedes Jahr und ich erzähle ihnen etwas über unsere Partnerschule, ich erzähle ihnen etwas über das Land. Ich versuche, sie Schritt für Schritt ein bisschen dahin zu führen, was es heißt, einfach Schule im globalen Süden zu sein. Unsere Partnerschule befindet sich in einem sehr ärmlichen Teil von Jinja. Das heißt, in der Gegend wohnen viele Familien, die teilweise nur noch aus einem Elternteil bestehen. Teilweise sind es Großeltern oder ältere Geschwister, die die Kinder großziehen, weil sehr viele aus der Elterngeneration an den Folgen von HIV/AIDS gestorben sind. Genau diese Kinder sind diejenigen, die die Sister Lucy, die Direktorin unserer Partnerschule, besonders versucht zu unterstützen. Also sie spricht dann mit den Erwachsenen, die sich um die Kinder kümmern, und versucht ihnen einen Schulplatz zu ermöglichen. St. Bernadette ist eine Privatschule, ist eine Sacré-Cœur-Schule, verankert in diesem internationalen Netzwerk. Das heißt, dass die Lehrkräfte von der Schule selbst bezahlt werden. Hier docken wir zum einen an mit unseren Spenden. Das heißt, wir versuchen es der Schulleitung zu ermöglichen, dass mehr Lehrkräfte angestellt werden können, dass diese auch besser bezahlt werden können. Zum anderen geht es darum, Kindern und Jugendlichen, die sich das Schulgeld gar nicht leisten können, den Schulbesuch zu ermöglichen. Die St. Bernadette School vor Ort hat mittlerweile einen wirklich guten Ruf, bereitet ihre Schüler und Schülerinnen exzellent auf die weiterführende Schule vor. Viele Kinder kommen in die Schule übermüdet. Sie stehen extrem früh auf, 4 Uhr, holen Wasser, helfen zu Hause, füttern vielleicht die Hühner, säubern das Haus. Frühstück gibt es selten. Das heißt, viele kommen in der Schule an nach einem langen Fußmarsch, sind müde, sind hungrig. Dann geht es erst los mit Schule. Nicht selten passiert es dann, dass die Kinder einschlafen, weil sie einfach entkräftigt sind. Deshalb ist es so wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen in der Schule eine warme Mahlzeit bekommen. Und das ist auch ein Thema, wo unsere Spenden jetzt ganz konkret helfen. Und die dritte Säule sind Infrastrukturmaßnahmen. Zum Beispiel wurde ein zusätzliches Schulgebäude errichtet bereits, letztlich auch ein Schulbus, der ebenso bereits durch Spenden finanziert werden konnte und der es vielen Kindern ermöglicht, deutlich schneller in die Schule zu kommen in der Früh. Die Spendensumme, die wir jedes Jahr lukrieren,
und die dann mittels Missio an die Schule vor Ort überwiesen wird, kommt durch verschiedenste Schulaktionen zustande. Was sehr beliebt ist, vor allem unter den jüngeren Klassen, sind Bake Sales. Also konkret schaut das so aus, dass eine Klasse verschiedene Kuchen, Kekse und so weiter backt und sie dann vor Ort in der Schule verkauft. Und da kommen jedes Mal auch 200-300 Euro zusammen. Ich glaube, dass es auch schön und sinnstiftend ist, für unsere Schüler und Schülerinnen zu sehen, dass selbst mit kleinen Mitteln, wenn viele zusammenhelfen, etwas Großes bewirkt werden kann.